Hallo? Ach nee, das sind so wie Katzen in anderen Spielen. Lass mich raten, du stirbst, weil du eigentlich nicht reinkommen kannst. Nö. Na, hier. Na, du hast was zum Scannen. Was ist das? Eine mechanische Berührung. Der Außenposten ist klein, wächst aber stetig. Diese Entwicklung bedeutet, dass mein Geschick als Mechaniker Aufmerksamkeit erregt hat. Ich wurde um Hilfe gebeten, er wollte es nicht, aber ich habe es trotzdem getan. Ich denke, die Automatisierung einiger dieser Kugelgranaten hat uns weitergebracht. Stimmt, da war ja was. Ach, lass mich raten. Ein zurückgezogenes Geschenk. Die anderen graben zu viel. Sie beschädigen die Würfel. Es reicht. Die Kugeln werden sie aufhalten. Sie werden sich von den Würfeln fernhalten. Sonst. Da haben wir noch. Mehr Priorit. Wie viel kriegen wir wohl bei Doma dafür? Es fehlt noch. BD, drück. Wieso drückst du den Knopf? So. Der Druide macht mich fertig. Aber wir haben es gefunden. Aber war das wirklich das, was die gemeint hat? Irgendwie meint, sagt's mir, also jetzt mal so. Oder ist. Nein, das haben wir schon. Habe ich da irgendwas übersehen? Das sind Stromverhältnisse. Du fällst zurück! Wartet mal. Kann das vielleicht sein? Also entweder von unten oder von oben. Nein. Dann müssen wir wahrscheinlich außen herum. Das passt auch mit mir. Ich muss nochmals den Weg oben betrachten. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Oder war es das da? Das habe ich jetzt ganz und gar nicht wahrgenommen vorhin. Aber das würde ja Sinn machen. Bitte. Dim.
Oh. Fertigkeitenpunkt, würde ich mal sagen. Geil. Machtersenz erhalten. Haben wir es jetzt abgeschlossen? Ja, jetzt haben wir es. Wunderbar. Schauen wir uns doch mal hier noch einen schon ein wenig morbid, muss man sagen, ne? Na, komm jetzt. Dann haben wir hier noch irgendwas Kleines. Alter. Kämpfchen. Ach, hier ist. Ist das wieder so eine Riesenschlange? Der weiße Jäger. Die weißen Jäger. Schlinger jagen in Rudeln. Eine nützliche Strategie, auch nachdem die oftmals verzweifelten, glücklosen Prospektoren nach Kobo kamen. Ein einzelner Jäger stellt für den Prospektor mit Blaster kein Problem dar, aber wenn er in ein Nest voller Bestien gelockt wird, sieht die Situation gleich anders aus. Ja. Aber was ist das für ein Tier gewesen? Was sehen meine Augen? Ja, Hecke. Bomber! Kommen wir hier rauf? Nein. Sah ein wenig so aus, ne? Aber sonst sehe ich da nichts mehr. Ja, da ist er auch fertig. Dann. Alle entfernen. Bitte, danke schön. Dann wird es hier noch über ein Höhlensystem noch in ein weiteres Gebiet gehen. Boah, das ist jetzt so riesenhaft. Aber ich würde, bevor wir hier weitergehen, werde ich jetzt hier das machen. Den hier. Ja, hier müssen wir durch. Und dann schauen wir uns das doch gerade mal an. Also, dann müssen wir hier zum Stall und von dort aus. Dort ist wieder. Also, ich hoffe, wir erfahren noch so einiges, was hier los war. Meine Güte. So. Wartet mal.
Wartet. Alles okay bei dir? So. Ich möchte mal versuchen. Ob wir. Also, ich würde jetzt mal ganz, ganz frech behaupten, das müsste der Todesstern gewesen sein. Keine Ahnung, was das ist. Gut, aber es sieht auch wie Meteoriten aus, aber die großen Strukturen sehen eher korrodiert aus. Also das würde ich dann eher wieder als Todesstern. Weil sonst müsstest du ja riesige Massen sehen und da hast du gefühlt nur wie eine Hülle. Schwierig. Ne? Das war das Falsche. Vielen Dank, BD. One. Genau, das war der Eingang, den ich gesagt habe zu dem einen Gebiet, das wir noch nicht hatten. Und dann. Greenhorn. Also, der Außenposten. Hallo. Ja. Vor 20 Zyklen soll dieser Ort aus nicht mehr als ein paar Hütten bestanden haben. Und jetzt sieh ihn dir an. Ja. Manchmal wünschte ich, ich könnte in die Vergangenheit zurück, um zu sehen, wie es war, ohne Komfort zu leben. Du kannst immer in die Wildnis aufbrechen und deine eigene Stadt gründen. Ich denke, ich bleibe hier, danke. Aha. Sehr interessantes Gespräch. Ja. Goldene Dingsdangs. Das sind die zwei Herren, die wir schon kennen. Hier ist der Stall ganz genau. Also wenn wir da ein hübsches Dörfchen, Städtchen kreieren können, sage ich ehrlich gesagt nicht nein. Da waren wir rausgekommen, genau. Da möchte ich mich mal ganz kurz hier umsehen. Wahrscheinlich ist das dann der übliche Landeplatz der Mentes, sobald die repariert wurde. Also oben drauf, nicht hier unten. Sonst wäre sie wie ein Kirikol. Nein, nicht Kirikol. Ach, wie hießen die Schlangen bei Harry bei Fantastischen Tierwesen Hogwarts Legacy, die. Die sich der Größe des Raums anpassen konnten. So. Haben wir wieder das? So. Das haben wir auch. Und da haben wir ein. Echt jetzt? Verbuddelt sich einfach das Hühnchen. Wo muss ich durch? Ich muss. Ich vermute mal irgendwo hier bei der Brücke. Ich wollte dich schlachten, um zu sehen, was du bist. So. Mach mir da nicht noch eine größere Ruckelpartie, als du es schon eh bist. Weil es ist genau wieder wie bei Hogwarts Legacy. Da auf dem PC in-game keinerlei Probleme. Aber für die Aufnahme. Dein Leben ist vorbei. Wie ist das? Schön für dich. Feuer!
So. Wunderbar. Und dann können wir uns ja auch gerade... wieso ruckelst du? Ah, wunderbar. Wunderbar. Einen Fertigkeitenpunkt. Boni. Boni. Kosten. Blockanzeige. Wieso nicht? Können wir mal machen. Dann Fähigkeiten. Will ich mal bei Überleben schauen. Da brauchen wir 2. Das sind verbesserte Stims. So. Die mache ich sicherlich jetzt. Ich priorisiere die mal. Weil. Okay, kann weitergehen. Wenn wir die früh haben, haben wir vielleicht nicht so viel Kampfkraft. Aber wir haben dafür die Möglichkeit, uns gut zu heilen. Was uns wiederum den Vorteil bringt, dass wir dann in höheren... Identifiziere das Ziel! Messer abgegeben! Mortal Monster! Wow! Wo geht's? Feind hier! Oh. Da müssen Sie fahren! So! Dann haben wir wirklich... Verriegelt. Eigentlich keine Probleme, um das, weil wenn wir dann in den höheren Schwierigkeitsleveln nicht mehr so viele Punkte kriegen oder viel mehr Punkte brauchen, bis wir überhaupt eine Stufe kriegen, ist es ja doof. Tadadam. Alter, Alter. Was war denn die? Sehen wir uns das mal an. Gallenschlund. Machtköpfe wirken nur begrenzt, außer der Gallenschlund bereitet gerade einen Angriff vor. Ausweichen öffnen Möglichkeiten, seine ungeschützte Rückseite zu attackieren. Der große Gallenschlund hat eine dicke Haut und lebt in den vielen Höhlen, Felsplatten und Talengen auf Kobo. Wird er gestört, reagiert er aggressiv mit Tritten, Bissen, Spuckattacken und damit auf ein Ziel loszustürmen. Die meisten konventionellen Waffen können seine Haut nicht durchdringen, aber es gibt einige wenige Stellen, die ausgenutzt werden können. Haben wir sonst noch was? Boah. Und hier geht's nach oben. Hat's wieder irgendwas versteckt hier? Ach, hello. Ach, ich war so doof. Ich hab's einfach, als ich gesprungen bin, habe ich's erst gesehen. So. Könntest du wieder laden, Spiel? Gut. So. Ja, und dann sind wir auf der anderen Seite der Brücke. Wie nice. Okay.
Lieferung. Er ist ihr Mann. Ja. So. Was ist denn das für einen Druiden? B1 Nahkampf. Als Rückgrat der Separatisten-Infanterie waren B1 Kampfdruiden typischerweise mit einem Standard-Blastergewehr E11 ausgestattet. Die B1 Druiden auf Kobo hingegen tragen häufig improvisierte Schlagstöcke bei sich und wurden für entsprechende Taktiken neu programmiert. Auf diese Weise schufen die Bindlam Raider eine ungewöhnlichere, bedrohlichere Armee und kompensieren gleichzeitig ihren Mangel an Waffen, der dadurch entstanden war, wie lange das Lucre Hulk im Sumpf von Kobo feststeckte. Ah. Keine Ahnung, was das war. Okay, dann. Imperiale Patrouille müsste jede Minute. Du wirst uns nicht im Weg stehen. Dun, 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 dun. Wow, wow. Aktivieren bitte. Ah, Abkürzung freigeschalten, wie nice. Müssen wir dorthin? Ja. Na dann mal schauen, ne? Es geht los. Wuhu. Erreiche die Waldanlage. Wow, wow, wow. So. Die Anlage müsste hier irgendwo sein. Vorwärts geht's nur mitten durch. Hast du das auch gesehen, BD? Wir sind hier nicht allein. Ist wohl blockiert. Halt still, BD. Mal sehen, was ich tun kann. Nein. Ach, wir müssen außen rum. Gut, aber ich mache jetzt mal ganz kurz eine Pause. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, das noch so. Na? So. Wunderbar, wunderbar. Also, ich bin zurück. Mittag wurde gegessen. Jetzt können wir weiterspielen ohne Probleme. Also, den können wir nicht aktivieren wegen dieser Filzformation. Und dort. Schneiden. Ja, und jetzt macht's. Ach so, ganz klar, ne? Wartet, hier ist wieder. Schön. So, da haben wir wieder Samen gekriegt. Weiter geht's, BD. Versuchen wir es nochmal. So.
Moor. Dieses Huhn. Ich höre dich, BD. Mal sehen. So, und wieder neue Samen gekriegt. Da habt ihr noch was zum Scannen. Einige dieser Steinsäulen sind locker. Ach, du sagst. Hier habe ich vorhin nur die Brücke gemacht, ne? Mann, Kell. Manchmal bist du ja nicht die hellste Leuchte, ne? Also. So. Mist. Bis dahin komme ich. Jetzt müsste ich dort drauf und es sieht. Ah, ja. So. Wenig tricksen musste man. Dort wird es einfach weitergehen, aber wir sehen ja. Den können wir in Thomas Laden verkaufen. Ah, und jetzt können wir da den, den mysteriösen Code freischalten. Wunderbar, wir haben 10 Stücke. Was denkst du, ist das für eine Anlage, Kumpel? Centauri Cree sagt, sie enthält den Schlüssel nach Tenalor. Sie scheint das auch zu denken. Wir finden es heraus. Egal was es ist, es wird ein Spaß für uns, das herauszufinden. Ja. Hier. Ich glaube nicht, dass sie uns gesehen haben. Gehen wir. Ja, aber wir müssen vorsichtig sein. Also, ich habe jetzt mal am Mittag, wo ich ja die kurze Pause gemacht habe, mal ganz kurz so meine Push-Benachrichtigungen durchgescrollt. Und da hat GameStar auch eine Umfrage gemacht. Spielt ihr es direkt zu Anfang oder wartet ihr, bis gepatcht wurde? Weil es ist doch sehr weit verbreitet, dass enorme Performance-Schwierigkeiten entstehen. Ich versuche mit ebenso Zwischenstopps wieder das ein wenig zu beruhigen. Natürlich ist es, wäre es schöner, würde man bei größeren Spielen sich wieder mehr Zeit nehmen, um das sauberer zu patchen. Natürlich ist es für die PC-Fassung immer äußerst komplex. Weil natürlich hier ungeheuer viele verschiedene Systemanforderungen berücksichtigt werden müssen. Aber ich habe das Gefühl, dass es in letzter Zeit ja schlechter geworden ist mit den Performance von den PC-Fassungen. Ja, aber wir wollen uns nicht darüber aufregen, sondern spielen. Also, da haben wir nicht ein Schwert, zwei Schwert, das ist alles. Und weiter. Die Raiders mögen die Imperialen auch nicht. Was? Einmal in den Rücken gefallen. Was hast du, BD? Sie müssen diese Landekapsel von dem Lucre halt abgeschossen haben. Okay.